Eiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Oh, wir haben Puppies. Ja, Merchants sind am Trade Depot, ist okay. Ja. Der Alert kann auch gerade weg. So. Also, das erste, worum wir uns kümmern, bevor wir das Spiel weiterlaufen lassen, ist um unsere Citizens. Wir haben einen Metal Crafter, einen Blacksmith noch, einen Bone Carver, einen Administrator. Und einen Peasant. Okay. Was bräuchten wir noch labormäßig? New Work Detail. Gucken wir mal. Woodworking haben wir schon. Das ist Wood. Also Woodworking ist hier. Das ist nett, dass man immer zwischen den Dingern hin und her schalten kann. Woodworking haben wir. Den Koch haben wir. Der macht alles außer Brauen gerade. Bohr haben wir. Stone haben wir auch. Der macht Stonecraft. So. Was wir brauchen ist ein Engineer noch. Metalsmith. Und ja, die Bone Putzi können wir zum Butcher und zum Tanner machen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen einen Engineer erstmal. Engineering. So. Das benennen wir um in Engineer. So. Und dann hätte ich gern noch den Bone Crafter. Also Bone Carving brauchen wir dafür. Packen wir Leatherworking auch noch dazu rein. Oh, ach ja, und bei Wood können wir Woodcrafting noch einpacken. So. Leatherworking, Bonecrafting und Butcher und Tanner. So. Das heißt, der Koch kriegt das Butcher und Tenner weg und der Burg kriegt das Butcher und Tenner auch weg. Und das ist jetzt der Bone and Leather. So, das können wir nämlich alles zwei in eine Sache zusammenfassen. So, den Job kriegst du. Engineer sind eigentlich alle gleich, deswegen kriegt das der Peasant, ist unser Engineer. Alles andere ist bereits gesetzt. Und dann gucken wir mal, was kann unser Administrator denn zum Beispiel? Der kann nicht wirklich was Tolles. Dann wird er nachher ein Soldat. Okay. Also erstmal der Peasant hier, der kriegt einen neuen Job, nämlich den Engineer. So.
High Stamina, gut, Focus. Das ist schon mal gut für den. So, unser Bone Carver. Der ist Bone und Leather. So. Jetzt haben wir, wie gesagt, noch den Blacksmith, den Metalcrafter und den Administrator. Den machen wir mal zu Metal. Weil das passt ziemlich gut. Und du bist Metal Crafter. Was kannst du noch? Adäquat Metal Crafter. Also wirst du auch mal Metal. So, und dann gehen wir nochmal hier in unsere Tasks, also in unser Labor. At Work Details. Jetzt muss ich Metalcraft stehen extra. Im Gegensatz zu denen hier. So, Metal macht alles bis auf Weaponsmithing und Armor. So, das ist Metal. Dann haben wir Weaponsmithing. So. Weapon. Und dann haben wir noch Armor Smithing. Armor. So. Oh. Dann fängt es wieder bei 1 an. Finde ich interessant. Egal. So, Metal Smith sind natürlich die alle. Also Metal. Weapon bist nur du. Und Armor bist auch nur du. So. Standing Orders, Kitchen. Oxtail. Seeds, Drinks. Sollst du nichts verkochen? Meat, Fish and Other dürfen verkocht werden. So. Gut. Dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Nicht rein. Nee. So. Wobei, Einzelstufe rein sollten wir. So. Gehen wir noch eins runter erst einmal. Hier ist es besser. Hier werden noch Rock Thrones hergestellt. Stocks gucken wir mal kurz. Tables haben wir. Okay. Ich glaube, das habe ich alles pausiert. Ja. Und es ist einer zu... Wobei. Noch einen Throne, bitte. Und noch einen Table. So, dann hätte ich gern platziert. Furniture. Ein Table hier. Und... Furniture. Einen Chair hier. Oh, keep building after placement. Das sollten wir mal anhaken das nächste Mal. So.
Needs Throne, okay. Können wir gerade nicht platzieren. Also egal. So, ich muss mir das noch angewöhnen mit dem Zoomen und dem Hoch- und Runtergehen. So. Nee, das nächste, was wir machen sollten, jetzt mal ist unsere Stadt sichern. Also etwas ranzoomen hier. Das heißt, hier und hier kommen erstmal zwei weg. Das ist dann die volle Breite. Und das nächste wird dann Channel gedickt. Ja. Also lassen wir sie erstmal das hier wegmachen. Ein Miner kommt schon mal. Oh, nix. Schön. So, und jetzt wollen wir hier mal nochmal Pause machen. Channel. Wobei, halt. Eraser. Das sollte reichen. Weil wir brauchen auch, wenn die Brücke unten ist, immer noch Möglichkeiten hoch und runter zu gehen. Na, das geht schlecht, wenn die Brücke unten ist und wir dann hier die Rampen haben. Und außerdem sieht das dann ein bisschen komisch aus. Wir haben wieder Onyx entdeckt. Schön. Die können wir, glaube ich, schon entfernen. Und die hier. So. Als nächstes brauchen wir eine Brücke. Constructions müsste das dann sein. Genau, eine Brücke. Cancel Construction. Natürlich müssen wir auch Select Material machen. Ah, und hier ist das Brückenmenü. Set the draw direction below, then select the corners of the bridge. Ah. Also ich kann sie so machen, ich kann aber auch eine... Brücke, die hochfährt, eine Brücke, die runterfährt. Ach nee, das ist eine Nordbrücke, okay. Und das ist eine Brücke, die... einfach verschwindet. Ja, das wollen wir erstmal nicht. Ups. Brücke. Wir wollen eine Brücke, die nach hier hochfährt, genau.
So. Und dafür brauchen wir 5 Blöcke. Und das war's auch schon. Und ich glaube, dafür brauchen wir wieder unseren Steinmetz, der gerade allerdings wohl mit den Rock Tables beschäftigt ist. Aber wir können jetzt den Share platzieren. So. Jetzt haben wir die große Frage. Remove this building. Oh, wow. Okay. Das wäre ein Bau. Nee. Ich glaube, wir brauchen doch eher eine Zone. Gucken wir noch mal kurz in den Nobles Task. Für den Manager, Bookkeeper. Needs meager study. Study ist ein extra Ding, oder? Ein Officer Study, ja. Select a rectangle with contentious share in order to form throne room studies. Select another rectangle to continue. Ach so, undo. Okay, paint. Click in the play area to paint the zone. Also, das wäre das hier. Accept, so. Annehmt Office, das ist einfach mal. Der Overseer. So. Und das wird ihm zugewiesen. Ah, damit kann ich Visitor attracten, auch gut. Ich kann die repainten und die Zone removen. Das will ich aber alles nicht. So, das heißt, wenn ich jetzt hier reingucke, sollte alles geritzt sein. So, Medium Precision reicht für den Anfang. Weil so viel haben wir noch nicht. Also Medium Precision geht bis zum Dreistelligen. Und jetzt sollten wir auch hier unsere Tasks sehen.
Ja, Workorders können wir Tasks in Workshops automatisieren. Okay, jetzt können wir mal welche vergeben. Und zwar erstmal in unserem Carpenters Workshop. Hätte ich gerne ein paar Barrels. Wo sind denn die Barrels? Da. Ach, und der macht automatisch 10. Ich hätte aber gern mal 20 Barrels. So. Set the conditions for work order activation. This can involve needed materials, the current stock of products or the completion of other works. Ah, hier kann ich einstellen, wenn ich, dass Barrels hergestellt werden sollen, wenn sie leer sind.